Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Und ja, diese Webinarreihe machen wir wie immer mit Thorsten Helbig. Schön, dass du da bist, Thorsten. Und natürlich schön, dass Sie alle da sind, so früh am Morgen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer besprechen wir kurz den Risikohinweis, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Okay, dann Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber wie immer auch viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thorsten Helbig. Und ich bin nur hier, weil ich mal wissen wollte, wer dieser komische Cardoso Neto ist. Und hat sich gelohnt? Sage ich dir in einer Dreiviertelstunde. Dann werde ich darüber noch eine Viertelstunde referieren. Ja, wir treiben uns ja regelmäßig morgens rum, wie viele wissen. Anscheinend viele wissen, weil ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir haben das jetzt 47 und um 45, wo das Webinar eigentlich starten sollte, waren wir noch knapp 40 Leute weniger. Also man hat sich daran gewöhnt, dass ein gewisser Lutz B. vom Bodensee da draußen anscheinend übers Netz verbreitet, das reicht, wenn er 48 kommt. Also stellt den Wecker nicht auf um 7, sondern stellt den Wecker auf 7:03 Uhr. Ich, und da kommt schon, Marco sagt schon, du bist zu früh, Thorsten. Ja, das hat mir meine Freundin früher auch schon ein paar Mal gesagt. So, wir wollen, guck mal, jetzt füllt sich der Saal hier. Nelson, kriegen wir das hin, dass wir das nächste Mal auf 49 gehen? Wir versuchen es. Wahrscheinlich bist du dann im Sommerurlaub, oder? Ich kenne keinen Urlaub. Willkommen im Club. Okay, wir schauen mal als erstes. So, jetzt hat der Lutz die Gruppe freiwillig verlassen. Wir schauen als erstes mal auf unseren Plan von gestern. Wir haben ja die letzten Male schon ein paar Mal drauf geschaut und meine Ansicht vertrete ich immer noch, dass ich sage, pass auf, das, was wir tun, ist wichtig, aber viel wichtiger ist auch zu schauen, was wir getan haben. Und dann schauen wir mal auf diesen Plan, auf unseren Tagesplan von gestern. So. Wir wollten runter und dann hoch. Der Lauf hoch hat schon mal funktioniert. Der Lauf runter leider erst viel später. Wir wollten gestern an der 1,21 86 Shorten. Eventuell, das stand nicht ganz fest, weil wir gesagt haben, wir warten auf das Verhalten an der 1,2185, aber dieses Verhalten hat sich hier sogar sehr positiv entpuppt, dass wir diese Nummer auch shorten konnten. Wir sind dann das erste Mal gekillt worden, nicht nur gefilzt, sondern auch gekillt. Das zweite Mal dann hier in diesem Bereich und dann sehen wir, wie die 91 und die 94, diese beiden Zielbereiche hier doch extrem gehalten haben bis gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag im Webinar, dann habe ich noch eine Position Short eröffnet, hier in diesem Bereich. Habe sie dann mit dieser Kerze hier
mit 4 Punkten Verlust freiwillig geschlossen. Ich habe schnell die Reißleine gezogen, weil das Feuer, was hier reinkam, einfach hier mit diesen beiden Kerzen. Kann man das erkennen? Ich frage mal lieber Lutz. Er ist der Einzige, der immer meckert. Hier, diese Kerze. Gut, ich habe es geahnt. Aber jetzt kann man es erkennen. Wir haben hier diese Kerze benutzt, um zu shorten, wieder zu shorten. Dann kam diese Kerze hinterher, die hier. Die hat uns dann unsicher gemacht. Hier der Schluss, diese Kerze mit Glatze geöffnet und dann fing hier der Lauf an, nach oben wegzuziehen. Da. Und dann haben wir hier 4 Punkte Verlust realisiert. Diese Geschichte war auch gut so, weil wir waren hier noch im Bereich 96 und wir sind noch 20 Punkte nach oben weggezogen. Unser Plan gestern, wo haben wir ihn? Da, das wir haben, wir wollen shorten. 1,2186. Haupthandelsrichtung ist nach wie vor long. Und die eventuell Shorts, das sind die von hier oben, die werden an der 1,2164 gedreht. Ist der Ton verschoben? Ja. Echt? Also manchmal ist das wieder synchron, aber ich hatte eben auch ein paar Aussetzer. Ja, hakt, genau, hakt manchmal. Warte mal, dann. Ja, das Problem hatten wir gestern auch schon. Ich nehme die Kamera mal raus. Jetzt besser? Aktuell ja. Ich sag Bescheid, wenn noch was kommt. Ja, sonst muss ich das Mikrofon wechseln. Danke, Jens Frauke. Du hast vollkommen recht. Da haben wir geschortet. Nicht hier an diesem Zielbereich, sondern wir haben den Lauf hier nach oben. Ich habe mich gerade da unten auf die Uhrzeit konzentriert, weil es war genau zur Eröffnung 15.15 Uhr. Da, in diesem Bereich haben wir nochmal geschortet, nicht hier. Da, und als diese Kerze eröffnet hat, nach oben gezogen ist, haben wir dann die Reißleine gezogen und haben die Shorts geschlossen. Richtig, nicht an dieser Marke, sondern an dieser Marke, als die durchschossen wurde. Danke, lieber Jens. Oder Frauke, ich weiß nicht, wer es von euch beiden war. Haupthandelsrichtung Long und das Hauptaugenmerk lag hier, dass die eventuelle Shorts bei ca. 1,2164 auf Long gedreht werden. Andersrum haben wir uns gestern Morgen hier 2 Marken eingezeichnet, die zum Shorten und die zum Kaufen. So, jetzt haben wir die Kaufmarke da unten erreicht, nur einen Tag später. Und aber es ist meine Technik, glaube ich, die das hier bremst. Die auch den Ton wahrscheinlich bremst. Ja, ich hatte eben auch wieder einen Aussetzer. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir war, aber immer dann, wenn du mit dem Charts arbeitest und gleichzeitig redest, dann. Dann ist das, wo liegt das wohl an meinem Mac? Sorry, wir versuchen es trotzdem hier durchzuhangeln.
1,2164 hatten wir aufgerufen gestern für die Long-Position. Jetzt sind wir bei 1,2166 und wir waren hier im Low bei 1,2165. Das heißt, unsere Marke wurde gerade um 1,5 Punkte verletzt. Jetzt kann man überlegen, wie geht man damit um? Da wir, schauen wir uns das hier mal an, da wir diese Muster hier haben, diese hier, nehmt euch mal die Zeit und nehmt dieses Muster hier, was wir hier haben, Welle 1, Welle 2, Welle 3, und schaut euch das einmal in den kleineren Zeiteinheiten an. In den kleineren Zeiteinheiten heißt, dass wir die nächste Hürde hier oben bei 1,2202 haben. Und diese Zeiteinheit hier sagt mir weiterhin, dass wir den nächsten Punkt unten schon, hallo, dahin, da. Wir haben dieses Tief bei der 63,564, genau deswegen haben wir gestern gesagt, dass wir an der 64 ungefähr longen wollen. Diese, ich mache es mal größer, ja, diese Lunte hier, die wir hier haben, diese Bewegung sollte Halt bieten. Von dem Muster her kann sich in diesem Bereich zwischen der 63,5 oder 64 und der, können auch genau arbeiten, ne? Da. 1,5 und 64. Da dieses Zwischenhoch Halt bieten sollte, und dieses Tief hier Halt bieten sollte. Solche Tiefs werden ganz gerne, wer gerade bei uns im Seminar ist, wer gerade dieses Online-Seminar mitmacht, den dürfte dieses Thema gerade sehr berühren oder dürfte merken, dass das, was wir hier anwenden, genau so eintritt, wie wir es auch verfolgen. Nimm mein lieber Heiko oder Christian oder Ralf. Ach nee, Ralf schläft wahrscheinlich noch. Aber der liebe Heiko ist schon da. So, wir haben diese Lunte. Diese Lunte wurde hier unten kurz unter verboten und jetzt hat er angefangen, genau an dieser Lunte aufwärts zu ziehen. Solche Nummer, die lohnt sich echt. Wir haben es jetzt 59 und das lohnt sich echt, so eine Geschichte. Zack, direkt zu long mit einem Stop ganz knapp darunter, nämlich unter der 61. So bin ich mit 4 Punkten Stop dabei. Aus der Kombination bei 62,5 haben wir den Zielbereich. Der kann sogar nochmal um 0,5 oder um einen Punkt unterboten werden. Und somit habe ich die Möglichkeit, mir hier an diesem Zielbereich in der Kombination aus dem H1, hatten wir doch gerade, oder? Da. In dieser Kombination mit diesem Tief hier eine Position zu krallen. Wir suchen ja immer nach Wahrscheinlichkeiten. Wir wollen ja nicht recht haben, sondern wir suchen ja nach Wahrscheinlichkeiten. Wo habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass meine Denke, mein Setup auch funktioniert, was ich hier mache? Und dafür ist diese Geschichte hier nach unten ausschlaggebend und hier hat er uns sogar in der Form recht gegeben. Auch wenn wir hier ein stark bärisches Setup haben in H1, was das Ding nach unten drücken sollte.
im H1 gesehen oder aus dieser Nummer heraus sollten wir logischerweise nicht viel nach unten, sowieso nicht. Aber wir können hier hochlaufen bis zur glatten 1,22. Wir haben die 1,22,01. Die 1,22,01 darf kurz überboten werden, wenn diese Setup Gültigkeit bekommen sollte. Dann darf die 0,1 kurz überboten werden. Und damit ist es sinnvoll, an die 1,2201 dahin, zwei Punkte drunter, also 1,2199,5, eine Short Limit Pullback zu legen mit einem Rücklauf von 3 Punkten. Wenn er diesen Lauf machen sollte, von hier unten jetzt nach oben weg, dann hat er hier Luft bis zur 1,2199, vielleicht sogar 2209. Wir haben gesagt, die 1,22015, die darf er noch touchieren. Er darf sie sogar überbieten, um dort oben abzuräumen. Das heißt, er kann, wenn er die um 6, 7, 8 Punkte übertrifft, darf er bis an unseren Zielbereich laufen. Und wenn er diesem Setup vertrauen, darf er dieses Ding sogar drehen. Auch wenn es im Moment sogar anders aussieht. Okay, wir haben hier das Tief bei 1,2164. 1,2162,5. Wir haben gesagt, er darf das noch kurz unterbieten, was er jetzt auch gerade getan hat. Wir sehen das in dieser kleinen Lunte. Zack, und jetzt darf er auch nach oben laufen. Wer ein bisschen Muffe kriegt und sagt, Mensch, er kann ja auch noch mal ein kleines Stück tiefer laufen, dann muss ich ihm hier ein bisschen mehr Luft geben, zum Beispiel 6 Punkte oder so. Reiner Handel nach unseren Zielbereichen. Wir haben hier oben dieses Ziel bei der 99, das heißt, wir haben 36 Punkte als Ziel und bei 6 Punkten Stop und 36 Punkten haben wir ein CRV von 6:1. So. Fragen dazu? Ich habe sie gerade als Reverse reingelegt. Ja, wenn wir diese Kombination handeln wollen, sagen, okay, das hier kann jetzt aus dem jetzigen Setup, hier aus dieser Nummer, eine SKS in dieser Korrektur werden, müssen wir sogar damit rechnen, dass er hier unten dieses Tief nochmal rausnimmt und dieses Tief hier nochmal anläuft. Das ist, dann wären wir schon bei 1,2078, das wären noch 100 Punkte nach unten. Je nachdem, ob welches Setup man sich festlegt. Das ist die eine Nummer. Die zweite Nummer ist, dass wir schon hier unten an diesen Punkten auf Longmarken stoßen, nach unseren Zielbereichen. Ich bin aber ziemlich fest davon überzeugt, dass wir erstmal an der 1,2201 in diesem Bereich erstmal gedeckelt sind. Wir konzentrieren uns ja auf den Handel nach Zielbereichen und nach Euro pro. Zielbereichshandel ist jetzt hier in diesem Punkt sehr gut berechtigt. Wir haben hier das Hoch bei 69,7. Ich runde mal 1,2170. Und über der 1,2170 sollten wir uns dann darauf konzentrieren, auch nach Euro pro Long Trades zu suchen, Long Setups zu suchen.
Ist der Ton jetzt eigentlich besser, wo ich die Kamera rausgenommen habe? Leider nicht. Immer noch Aussetzer zwischendurch. Scheiße. Aber verstehen könnt ihr mich trotzdem, oder? Ja gut, das hat weniger mit der Technik zu tun. Leider. Guck hier, da kommt seine feminine Ader wieder durch, du am frühen Morgen. Ja, ich höre ihn, aber verstehe ihn nicht. Okay, nach hier oben drüber über der 1.21.70, erst ab da suche ich mir Setups nach Euro Pro. Das heißt, diese Position, diese Long-Position, die wir hier haben, würde ich hier oben drüber aufstocken, über der 70. Das heißt, die lasse ich 6 Punkte laufen und da oben drüber würde ich sie direkt aufstocken, aber nach Regelwerk Euro Pro. Demnach, wieso habe ich dumme Sau eigentlich in dem Chart gehandelt, in dem ich zeichnen will? Jetzt wird es eng. So, demnach haben wir die Möglichkeit hier oben drüber, nämlich jetzt. Ich könnte euch jetzt sagen, wenn ich diese Linie fertig habe, kann ich euch genau sagen, was passiert. Jetzt rennt unser Lutz B vom Bodensee ganz wild in die Hände klatschend, wie ein kleines Kind mit der Trommel um Christbaum rennt. So rennt er jetzt Hände klatschend mit Sicherheit in die Küche, holt seine Frau dazu und guckt mal, was der Thorsten da malt. Meine Linie. Wahrscheinlich geht er noch im Wohnzimmer in die unterste Schublade, unten links, und holt sich noch eine Tafel Milka raus und sagt, darauf muss ich erstmal ein Stück Schokolade essen. Auch wenn es meine Figur nicht bekommt, aber ich tue es einfach. Also der Lauf könnte hier an Lutz seine ominöse Marke laufen. Dann nochmal hier runter, um dann einen Ausbruch darüber zu versuchen. Da hoch. Dann nochmal zurück. Ich habe keine Kamera. Dann nochmal zurück und na, und dann nochmal da hoch. So, ungefähr. Wenn jemand wissen will, oder unbedingt wissen muss, was diese Linie ist, dann muss er Lutz B. vom Bodensee fragen. So. Guck mal da, mein lieber Lutz, ne? Hat mir meine liebe Frau gebracht, nur für dich, ne? Schlecht Gewissen, ne? Ich Gewissen? Ja. Ich habe ein Gewissen, ja. Wie ein Viehhändler, jeden Tag ein neues. Ich habe den B. Ah, danke, Lutz. Danke, lieber Lutz. Ich habe den BE verschoben. Das wollte ich natürlich nicht.
Der sollte ungefähr dahin. Wusste gar nicht, dass das geht. Da soll er hin. Das ist der BE-Stop hier. Den sehe ich das erste Mal. Respekt. Warum habe ich den vorher nicht gesehen? Nutz, wie ich zu dir bin, das kann ich ja sagen. Ich habe hier 300 Gramm Schokolade in der Hand. Nur für dich. Schokoladenbäcker. Läuft der B-Tree-Stop immer hier? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ah. Okay. Ich würde sagen, den BE-Schutz habe ich noch nie gesehen hier. Noch nie. Das ist der Trailer, der da anfängt zu laufen. Alles klar. Wieder was gelernt. Also, falls der liebe Lutz, der ja immer gerne Plattformunterricht gibt, wahrscheinlich samstags zwischen 5 und 7, vielleicht hält er mir ja mal einen Platz frei und unterrichtet mich hier mal auf dieser Plattform. Warum ich hier nicht aussteige, ist ganz einfach. Ich habe mein Regelwerk war dieses Tief, dieses nachlaufende Tief hier, mit dieser langen Lunte, und dieses Regelwerk werde ich nicht verletzen. Ich habe nach diesem Regelwerk die Position eröffnet und nach diesem Regelwerk werde ich diese Position auch zu Ende bringen. Da, selbst wenn ich mir jetzt hier eine andere Geschichte suchen wollte, würde ich das nur tun in einer neuen, in einer anderen Strategie und würde dann in einer anderen Strategie auch die Position handeln. Solange bleibt dieses Ding erhalten. Also, so ist mein Plan für heute, angelehnt an den Plan hier von gestern. Da, wir haben gesagt, wir wollen an der 64 die Shorts, die wir eingehen, eventuell drehen. Die Shorts hier oben haben nicht funktioniert, aber Haupthandelsrichtung ist Long und bei der Haupthandelsrichtung bleiben wir auch. Die werde ich nicht verletzen. Schokolade hat meist über 50% Zucker. 50, echt? Hat Schokolade 50% Zucker? Wer weiß das? Sollen wir einen Bäckermeister fragen? Also falls überhaupt Meister ist, wenn nicht, kann er ja zu mir in die Schule kommen. Samstag gebe ich immer Bäckermeisterunterricht. Es sind nur 38% Zucker, aber 38% Zucker sind ja auch eine ganze Menge, ne? Aber ich glaube, der Rest ist Schokolade, oder? Mein Junior stand mal vor uns und hat mit einer Packung Milch da gestanden. Da war, als, ich weiß nicht, wie alt er da war, 7 oder so, und hat gesagt, hast du schon mal gesehen, Milch besteht zu 90% aus Wasser. Und er sagt, ja, aber der Rest ist Milch. Oh, jetzt geht's hier los. Stimmt, der Rest ist Fett. Genau. 38% Kakao, 50% Zucker und der Rest ist Fett. So. Nochmal diese Geschichte, dieses Tief. Mal an die Seminarteilnehmer.
Heiko, Christian, diese Kerze hier, schaut euch die bitte mal im Chart an, um Serverzeit 7.55 Uhr. Welche Händlergruppe war hier unterwegs? Kerze 5 Minuten, M5 im Euro, US-Dollar um 7.55 Uhr. Welche Händlergruppe war hier unterwegs? Wir werden uns heute Abend darüber unterhalten. Und so wie ich es ja auch erzählt habe, ich sage ja fast immer das Gleiche, ne? Hier, dahin. Ne? Kärtchen auf den Tisch, aufschreiben. Ich werde es heute Abend abfragen. So, du beeinflusst den Markt, seitdem du gesagt hast, dass du an deinem Setup festhältst. Seitdem hat er gedreht. Ja, das ist wie in einer ganz normalen Ehe, ne? Wenn man in die Küche kommt und sagt seiner Frau, ich halte an meiner Meinung fest, dann dreht die auch meistens durch, ne? Oder? So, nochmal lassen wir laufen. B-Trade-Stop ist an oder BE-Schutz ist an. Das ist wichtig. Und hier oben haben wir dieses Zwischenhoch aus dem H1. Und diese Nummer sollten wir uns auch nicht entgehen lassen, wenigstens um auszusteigen. Da ich jetzt gleich in den DAX wechseln werde, haben wir gesagt, wir haben hier dieses Hoch. Darüber kann man nach Euro pro aufstocken. 1,2170. Mache ich das diesmal etwas einfacher und lege, damit ich es nicht verpasse, da oben eine zweite Buy-Order hin, eine Buy-Stop und lasse mich dort oben Long einstoppen. Weil die letzten Male habt ihr es ja so toll hingekriegt und habt mich dann einfach auflaufen lassen. Ihr habt eure Position nach meiner Analyse gehandelt und ich war dann unterwegs und habe Nase gemacht. Ihr habt Geld verdient und ich nicht. Okay, soweit klar, der Plan für den Euro. Auch klar, warum, wieso, weswegen ich diese Nummer nach oben bevorzuge. Die Reverse-Sell-Limit habe ich nicht mitbekommen, wieso dort gedreht werden soll. Ja, weil die Bundesregierung mit unserer neuen Kanzlerin Annalena festgestellt hat, dass wir den Schwarzwald einzäunen. Deutschland braucht ein neues Disneyland und der Schwarzwald wird eingezäunt. Dann haben wir ein neues Disneyland und der Schwarzwald wird geschont. Und diese positive Nachricht, die wird dann nachher herausgegeben, wahrscheinlich irgendwie so gegen Mittag und deswegen dort oben eine Sell Limit. Nein, wir haben hier im H1, mein lieber Günther, haben wir hier ein Zwischenhoch da. Und das könnte diese Korrektur bewegen, dass wir hier doch nochmal runterlaufen und nochmal dieses Tief an dieser Linie kontaktieren. Wenn wir uns diese Nummer anschauen, ich mache das mal größer und jetzt mal in den 30 Minuten gehen, dann ist es besser ersichtlich. Wir haben hier eine ganz scharfe Aufwärtsbewegung und dann so Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wenn wir eine Zeiteinheit tiefer gehen, sieht man es noch feiner, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und wenn wir in den 5 Minuten gehen, geht das noch keiner weiter? Nee, doch. Dann könnte diese komplette Aufwärtsbewegung von der 1,21
bis hier hoch dadurch beendet werden und wir könnten die 21 hier unten nochmal aufsuchen. Auf jeden Fall ist diese Marke nicht zu unterschätzen, auch wenn wir sie hier schon mal durchschossen haben. Wir haben hier ein Zwischenhoch, dort ein Zwischenhoch, dort ein Zwischenhoch, dort ein Zwischenhoch. Hier haben wir es noch ganz knapp übertroffen. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall einen Reaktionspunkt. Und so wie wir es gerade im Seminar behandeln, solche Punkte suchen wir uns ja. Wir suchen uns ja genau so eine Punkte, wo es reagieren kann. Ich könnte das jetzt noch ins Badische übersetzen, aber ich glaube, du hast es verstanden, oder? Gibt es eigentlich bei Google Übersetzer schon sowas? Ins Bayerische, ins Badische, Baden-Württemberg, ins Schwäbische? Ihr dürft hier nicht stehen. Hat uns mal in Ludwigsburg jemand morgens ins Wohnmobil geschrien, als wir auf dem Parkplatz standen. Ihr dürft hier nicht stehen. Und das morgens um 7, nachdem wir viel Geld vorher in der Kneipe gelassen haben. So, damit haben wir den Euro durch. Den lassen wir jetzt mal laufen. Und wir kümmern uns hier mal um den Kumpel DAX. Noch ein bisschen. Wir haben den DAX gestern hier unten in diesem. Wieso habe ich die Position hier drin? Wir haben den DAX gestern hier unten gelongt in diesem Bereich. Beziehungsweise habe ich diese Position gestern da aufgestockt, eine bestehende Position. Wir haben bei der 62 gelongt und wir haben, das ist die von der 50. Wir haben gestern den DAX bei der 15.580 das erste Mal gelongt. Das ging in die Hose. Wir haben die zweite Position gelongt bei der 15.560. Und diese haben wir gestern Nachmittag bei der 15.550 aufgestockt. Das heißt, die Positionen von der 15.560 und von der 15.550 sind beide noch aktiv. Die lassen wir auch laufen. BE-Schutz ist angesprungen hier oben an der 15.600. Den hatten wir auf 50 stehen. Ziel ist 15.660. Dort in diesem Bereich wollen wir noch einmal hin. Und danach, wieso ist jetzt der SL weg? Seltsam. So. Und danach, hier oben, sollten wir eine harte Kehrtwende hinlegen. Und deswegen machen wir das anders. Ich werde hier oben an der 62 werde ich ebenfalls eine Reverse Order hinlegen. Dort werden wir diese Long-Nummer nämlich drehen auf neue Shorts, weil das allgemeine Bild, was ich hier sehe, immer wieder, wenn wir irgendwelche Hochpunkte erreicht haben und Umkehrformationen hatten, hier ein bärisches Engulfing, hier haben wir ein Shooting Star, hier haben wir ein bärisches Harami, hier kein Engulfing, weil der Öffnungskurs nicht passt. Hier ein Doji, hier ein Shooting Star, hier einen Kreisel, hier ein bärisches Harami.
immer, wenn wir solche Umkehrformationen an gewissen Hochpunkten hatten, gab es Abwärtsbewegung. Und diese Abwärtsbewegung, starten wir mal hier, das war eine und diese Linie mache ich dicker. So, wenn man es dann mal sieht, die hier war nicht ganz so lang, diese Abwärtsbewegung. Die hier war länger, diese Abwärtsbewegung. Die hier ungefähr 61 oder 62%. Immer wieder diese Nummern nach unten. Wenn man das mal als Maß nimmt und sagt, sogar selbst die, selbst wenn wir diese 61% nur nehmen von diesen Bewegungen, von diesen Abwärtsbewegungen und sagen, so, das war die erste harte Abwärtsbewegung und wir nehmen davon nur 61%, dann landen wir dort. Zack, bei der 14,8. Und das ist genau, also das ist jetzt nur ganz grob. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass mir diese ganze Indikatorennummer und so weiter völlig scheißegal ist, sondern ich gehe von einem logischen Marktverhalten aus. Und der Markt verhält sich logisch. Und wenn ich sehe, dass die erste große Bewegung nur einmal übertroffen wurde und die anderen Male so um die 61, 62% erreicht hat von dieser Bewegung, dann landen wir genau an diesen beiden Tiefs, nämlich bei der 14.850 bis zur 14.800. Genau aus diesem Grund diese Nummer hier nach oben. Und von dort aus will ich dann von der 15.600 bis zur 14.800. Diese Nummer sind 800 Punkte. 800 Punkte sind vom derzeitigen DAX-Level nicht mal 50%. Nicht mal 5%, sorry. Sind nicht mal 5%. Und die uralte Börsenweisheit, ich weiß gar nicht, wer den Spruch mal gebracht hat. Ich glaube, das war Costolani sogar. Sell in May and go away. Don't remember. Come back in September. Die hat immer noch Gültigkeit. Und jedes Jahr haben wir im Mai oder ab Ende Mai über den Sommer fallende Kurse. Und das seit über 20 Jahren, dass wir im Sommer die Kurse langsam wegbröckeln. Wir haben genau für dieses Szenario hier oben jetzt eine schöne Umkehrformation im Daily und er darf diese Geschichte jetzt, wir gehen mal in den H1, da kann man es besser sehen, da. Und genau hier haben wir ebenfalls diese Möglichkeit bis nochmal hier hoch zu laufen, deswegen werden wir diese Nummer, gerade gebimmelt, ich glaube, ich bin eingestoppt worden, kann das sein? Dort haben wir ein Zwischenhoch und dort haben wir auch noch ein Zwischenhoch. Das heißt, diese Nummern hier, dieser Bereich sollte bremsen und dort können wir unsere Longs auf Short drehen. Auch dieses verständlich. Okay, habe gesagt, ich bin eingestoppt worden. So, hier oben werde ich eine Nummer rausnehmen. Und zwar haben wir bei der 65 gelongt. Das heißt, ich liege bei der 77. Nehme ich meine erste Nummer raus. Das deckt sich auch mit unserem Zielbereich. Da bei der 77 werde ich nicht auf Reverse gehen, sondern ich werde hier nur ein Tagesziel
realisieren. Dazu müssen wir die Plattform auf First In, First Out stellen. Das heißt, die erste Position, die reingegangen ist, soll hier auch rausgehen. Die von der 65 bis zur 77, um die 12 Punkte zu realisieren. Das kann man ja einmal überprüfen. Und wir stellen das auf FIFO, First In, First Out. Und schon nimmt er die von der 65 gekommen ist, die von hier unten gekommen ist, diese Position nimmt er dann hier oben als erstes raus und die zweite lässt er laufen. B-Trailstop bleibt an und damit sind wir hier in dieser Geschichte ganz gut gesaved. So, wir waren hier hängen geblieben. Der Harmon hier oben bei der 15.635 nochmal eine ziemlich krasse Nummer zu bewältigen. Und wir dürfen, ich muss den Chart wechseln, nicht hier, wo eine Position drin ist. Wir haben, nehmen wir mal anders. Wir haben hier, ihr könnt das ja nachzeichnen, ne? Bewegung 1 und Bewegung 2. Bewegung 2 hat er erst hier, da erst beendet, hat etwas gedauert bis heute früh. Aber er hat kein neues Tief gemacht und solange ist dieses Maß auch ausschlaggebend. Und wenn wir jetzt Bewegung 2 nehmen und dann die Korrektur, dann hätten wir ab hier Luft bis zur 42. Und wenn das jetzt hier das Tief gewesen ist, sagen wir nicht, wir laufen hoch an die 84, nein, wir laufen hoch an die 70, dann haben wir diese Punkte noch alle vor der Nase. Und wir können diese Position ganz entspannt laufen lassen. Unterstützt wird dieses Szenario mit dem Level. Komm hier dahin. Da. Aufwärts. Abwärts. Hier ein Trendbruch. Erste Bewegung, Korrektur. Zweite Bewegung, 50er Level aufgefangen. Erste Boden, erste Tief. Zweite Tief, beides am 50er Level. Und wenn wir hier oben drüber laufen sollten, über dieses Hoch, über die 14, dann können wir ganz entspannt dort oben noch einen draufpacken. Völlig entspannt. Nochmal an die Jungs, an unsere Seminarjungs. Heiko, Christian, ich weiß nicht, wer hier ist. Auch hier, genauso wie im Euro, bitte diese beiden Kerzen, schreibt es euch mal auf, diese beiden Kerzen, ich werde es heute Abend abfragen, welche Händlergruppe war hier mit dieser Kerze 9.20 Uhr unterwegs? Da könnt ihr euch jetzt die Schuppen vom Scheitel kratzen, von mir aus, und den ganzen Tag drüber grübeln. Und dann werden wir uns heute Abend, wir sehen uns ja um 18.30 Uhr, wenn wir uns diese ganze Geschichte mal zu Gemüte führen. Okay. Gibt es dazu jetzt Fragen? Etwa? Na? Hat irgendjemand irgendwas nicht verstanden, bevor nachher bei uns große Diskussionen haben? Sind die Setups klar? Sind sie verständlich? Kann man sie nachvollziehen? Und kann man sie eventuell nach diesem ganzen Gesabbel auch anwenden? Gut, dann bleibt mir nicht mehr viel.
in meine Erläuterung, meine Sichtweisen auf die Märkte. Wäre schön, wenn du die Bilder dann online stellst, lieber Thorsten. Meine liebe kleine Sonja, erstens, Thorsten bitte mit H. Thorsten kommt von Thor, von dem Donnergott, und der hat sich mit H geschrieben. Zweitens, die Bilder stellt unser lieber Lutz in der Regel jeden Morgen online. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob er es heute auch tut. Und sonst macht es unser lieber Andreas. Der wird dort auch eingestellt. Und das Dritte, meine liebe kleine Sonja. Ich habe dich jetzt zweimal versucht anzurufen, um dir deine Plattform zu korrigieren. Aber du gehst ja nie ins Telefon. Siehst du, die Bilder hat er schon reingestellt. So, machst du den DAX nochmal? Ja, den hier, Günther? Gut. Dann ist das wahrscheinlich auch erledigt. Was ist Perfekit? Günther, du musst dich schon entscheiden. Was willst du schreiben? Perfekt oder perfide? Perfekit ist jetzt so eine Kombination, wo ich so, was will der Künstler mir damit sagen? Okay. Dann sind wir damit auch durch für heute und ich hoffe, wir konnten euch einmal mehr unsere Denkweise, unsere Handelsweise etwas näher bringen. Vielleicht versteht ihr dann unser Herangehen etwas besser. Und zum Zweiten, vielleicht können wir den einen oder anderen auch begeistern für unseren illustren Haufen. Die Forex Pro Community, beziehungsweise für den Paternoster Trader Club, wenn jemand Interesse hat, dort irgendwo ein bisschen mitzumischen. Diese Nummern hier, so wie wir das heute machen, machen wir fast jeden Tag. Mal im Webinar, mal machen wir das nur über unsere Kommunikationsplattform Slack und bald auch über unsere eigene Kommunikationsseite, die dann sowas wie Slack und WhatsApp und Facebook und so weiter in einem Tool vereint. Und vielleicht hat der ein oder andere auch Lust zu uns zu stoßen. Und damit sage ich danke an Nelson, dass er sich heute den Wecker gestellt hat und es doch geschafft hat, im Schlafanzug noch schnell zum Schreibtisch zu schlurfen, in Pantoffeln, wahrscheinlich noch mit Zipfelmütze und Pommel um Gürtel, um die Hüften und um unseren Lutz. Kann ich ja nur machen, weil ich kein Webcam an habe. Hast du genau richtig beschrieben. Ja, genau. Richtig. Hast du eigentlich gelesen, was der Markus geschrieben hat? Tor! Schreibt man ohne H. Ja, genau, weil er keine Ahnung hat. Der kann nur mit Bällen spielen. Übrigens, nicht vergessen, heute Nachmittag kommt noch die EZB um die Ecke, ne? Ja, genau, die EZB. Danke, dass du mich daran erinnerst. Heute Nachmittag kommt EZB um die Ecke. Deswegen auch diese Positionen, die wir jetzt drin haben, wenn die heute Nachmittag noch im Markt sein sollten, sollten die alle Break-Even etc. abgesichert werden. Der Joachim hat gerade geschrieben, kannst du mich mal bitte kontaktieren, mein lieber Joachim, ich habe deine Mails gelesen und ich habe dich schon mehrfach versucht zu kontaktieren und immer wenn ich dir eine Mail schicke, oder auf deine Mails antworte, kommt immer zurück, diese Mail kann zurzeit nicht beantwortet werden oder kann nicht empfangen werden oder kann nicht gelesen werden oder so. Vielleicht ist es besser, wenn wir beide für unsere Kommunikation eine andere E-Mail-Adresse benutzen. Für dich ist es wahrscheinlich frustrierend, wenn ich mich dann nicht melde, deiner Meinung nach. Und für mich ist es frustrierend, wenn ich auf deine Mails antworte und kriege dann immer zurück, diese Mail kann nicht gelesen oder kann nicht bearbeitet werden. Deswegen vielleicht eine andere E-Mail-Adresse oder Versuch anzurufen. Dann
bekommst du von meiner lieben Ex-Verlobten, heutige Ehefrau, einen Termin und dann können wir uns angucken, was wir bei dir machen sollten. Sollte es um die Einrichtung von deiner Plattform gehen, steht dir gerne Nelson sein Personal zur Verfügung. Ne? Oder, Nelson? Das heißt, seine Sicherlich. Katze? Nein, also wenn es nur um die Einrichtung vom Stereo-Trader und vom Meta-Trader geht und es bei uns zeitlich knapp ist, könnt ihr auch lieben gerne den Support von FX Flat in Anspruch nehmen. Die helfen euch genauso gerne und fast so gut wie wir und richten es auch ein. Und wenn es dann um Euro pro ETC geht, bin ich wohl steht unser Support selbstverständlich zur Verfügung. Damit glaube ich, ist heute für heute alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und ich möchte mich verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns wohl nächsten Donnerstag wieder. Wir sind ja, oder mein Ruf ist ja der reisende Händler und wir begeben uns nächste Woche auf die Reise in Richtung Russland. Ich weiß noch nicht, ob wir dann schon unterwegs sind. Auf jeden Fall ist der Start geplant für die Tour Ende nächster Woche. Sobald wir alles fertig haben, werden wir die Tour starten. Vielleicht machen wir das nächste Webinar dann schon von unterwegs, wenn uns jemand auf der Sommertour begleiten will. Die nächsten 6, 8, 10 Wochen, ich höre jetzt schon im Büro, das stimmt, nur 10 Wochen, so lange kann ich nicht, will ich nicht. Aber die nächste Zeit werden wir uns dann im Baltikum rumtreiben und werden euch trotzdem auf den Reisen an den Märkten teilhaben lassen. Und um deine Frage zu beantworten, mein lieber Lutz B. vom Bodensee, nein, heute Nachmittag ist kein Webinar. Wir haben heute Abend noch Seminar, auch online selbstverständlich, aber wir haben heute Abend noch Seminarthema und das 3 Veranstaltungen am Tag sind mir dann doch ein bisschen viel. In dem Alter, das kannst du, glaube ich, sogar sehr gut nachvollziehen, oder? Oder viel besser nachvollziehen. Du kannst mir immer erzählen, wie das in dem Alter ist. Du bist ja ein paar Jahre voraus. Und damit sage ich Tschüss, danke, Nelson, dass du so früh aufgestanden bist. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Vielleicht hört man sich ja zwischendurch und ich sage Tschüss, Tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Sehr gut, vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute und natürlich vielen Dank an alle Teilnehmer. Ist alles gesagt, ich schließe mich dem an und wünsche noch einen erfolgreichen Tag und morgen natürlich auch. Und ja, bleiben Sie gesund, bis nächste Woche. Ciao, ciao.